Hallo, ich bin Markus von Roots of Change. Das folgende ist eine von mir genehmigte Videoübersetzung von AudioDub. Genieße es. Das ist ärgerlich. Das ist interessant. Ich habe den Horizont noch nie gesehen. So sah es vorher aus, als würde ein Regenbogen versuchen, aus dem Horizont zu kommen. Hi, Leute. Hallo. Helikopter. Fünf Tage, fast sechs Tage, schätze ich, um von Kosrae hierher zum Lekinjoch zu kommen. Es kommt mir so vor, als ob es schon viel länger her ist. Leichter Wind, aber auch gegen die Strömung gefahren. Mein Knie, das entzündet war und ziemlich knorrig aussah, ist immer noch nicht ganz verheilt. Ich habe ein paar kleine Pickel und andere Stellen, die ziemlich wund sind, einen großen am Hintern, definitiv besorgt über das Knie, in der Hoffnung, dass es schnell heilen wird. Hier verletzt, aber ich sehe nicht verletzt, wie auch immer. Ja, ich freue mich darauf, in diesem kleinen Atoll anzuhalten. Ein kleines, kleines Inselpaar. Ich glaube, hier leben etwa 1000 Menschen und dann verbringe ich wahrscheinlich die Nacht hier. Höre auf jeden Fall etwas. Woher kommt dieses Geräusch? Uhahu! Gesichtet, es ist ein Flugzeug. Das ist das erste Flugzeug, das ich tatsächlich gesehen habe. Oh, da ist die Vergangenheit. Ich muss durchschlüpfen, um in das Atoll zu gelangen. Ich kam an, segelte hinein, suchte einen Platz zum Ankern. Da waren etwa 10 bis 15 Kinder, die schrien und schrien und ganz aufgeregt am Ufer waren. Als ich am Ufer ankam, kam mir Guy entgegen, der mich dort an Land traf. Er hat mir gezeigt, wo ich mein Surfbrett abstellen kann und dann ist er mit mir in Richtung eines Festes gegangen. Dann war es eigentlich die Zeremonie zur Vereidigung eines neuen Stammesoberhauptes. Das ist absolut massiv, einfach ein riesiger Teller mit Essen. Ich war neugierig, ob wirklich alle den ganzen Tag gegessen haben. Aber in der Sekunde, in der die Zeremonie vorbei ist, sind die meisten Leute einfach gegangen und der Häuptling war irgendwie allein am Tisch. Ja, der Surfer hat mich herumgeführt und mir die Hälfte der Insel gezeigt. Im Grunde genommen hat er mir eine kleine Tour gegeben, brachte mich zurück in seine Wohnung. Ich fühle mich im Moment ziemlich schlecht. Ich muss es zugeben, es scheint, dass sich die Affektion, die in meinem Knie war, ausgebreitet hat. Jetzt habe ich dieses Ding hier, das wie ein kleiner Pickel war, den ich geknipst habe und als ich geknipst habe, war es ziemlich schmerzhaft. Und jetzt ist das alles geschwollen und es tut super weh. Es ist eigentlich eine Art Spaziergang auf offener infizierter Wunde, einfach chillig. Es ist einfach nur nervtötend. Ich fühle mich im Moment sehr schwach und energielos. Und ich habe angefangen, ein Antibiotikum zu nehmen, von dem ich nicht weiß, ob es der richtige Schritt ist oder nicht. Ich habe nicht wirklich viele andere Optionen. Schade, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin definitiv besorgt über die Aussicht, einen Arzt oder ein Krankenhaus zu finden, was das angeht.
Hier, wo ich bin, gibt es keinen. Mein Kumpel surft und redet davon, dass er kommen und rauspaddeln will, um mich abzuholen. Aber das hat er noch nicht getan. Also weiß ich nicht, ob er darauf wartet, dass ich ihm ein Signal gebe, oder ob er einfach nur einen langsamen Morgen hat und er reinkommen wird. Das ist eklig. Fühlt sich wirklich gut an, das rauszuholen. Es ist wie ein Eiter, fühle Blut, hauptsächlich Eiter, gemischt mit ein wenig Blut. Doppelter Regenbogen. Hallo. So ist es. Ich weiß nicht, welcher Tag ist. 500 vielleicht, 14. Tag auf See seit dem Verlassen von Koh Sri. Ich bin nun 548 Meilen von Palau entfernt, was bedeutet, dass ich in den letzten 24 Stunden 108 Meilen zurückgelegt habe. Nicht schlecht. Ich würde sagen, dass das ungefähr mein Durchschnitt ist. Ich traf die Entscheidung, dass ich einfach loslegen würde, zum Pflügen gehen und hoffen, dass ich mein Bein nicht amputieren muss. Zum Glück ist mein Bein nicht abgefallen. Und ich denke, dass das Zeug, das sich langsam stiehlt, mein ganzer Fuß tatsächlich anschwillt und ich mich nicht gut fühle, nicht gut aussehe. Ich war ziemlich besorgt. Es gibt Zeiten, da habe ich ein kurzes, leichtes Fieber, das mich ziemlich beunruhigt. Und meine Windgeschwindigkeit, die war in letzter Zeit ziemlich gut. Ziemlich konstant. Ich würde sagen, ich bin ungefähr 15. Ost-Nordost, mein Wetterfrosch an Land ist Dylan und hat mich wissen lassen, dass ich nächste Woche ziemlich starke Winde und großen Seegang erwarten soll, genau um die Zeit, in der sie in Palau ankommen. Vielleicht schleiche ich mich rein, bevor sie kommen. Wenn nicht, könnte es eine ziemlich interessante Einfahrt nach Palau werden. Ich habe nicht wirklich vor, in diesen Eingang vorzudringen. Denn es ist eine ziemlich enge Riffpassage, die sich über eine ganze Strecke erstreckt. Also muss ich ein paar ziemlich geschickte Manöver mit dem Segel abziehen. Aber ja, ich meine, das Leben auf dem Boot hat. Ich weiß nicht, ich habe mich ausgeruht und versucht, wegen der Wunde an meinem Hintern oben zu bleiben. Also habe ich mich ziemlich viel hingelegt, ein paar Podcasts gehört, meistens gelesen und im Hintergrund Chinesischunterricht gehört und dann, ja, du weißt schon, Essen gekocht, die Segel gesetzt. Sehr einfaches, ziemlich entspanntes Leben im Moment. Du weißt schon, Sachen reparieren, wenn sie kaputt gehen. Zum Glück geht nicht allzu viel kaputt und alles ist gut. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, ist wie eine Masse von Fischen, die wie im Rausch essen, mit einigen Vögeln, die versuchen, Reste zu bekommen und ich schätze, die kleinen Fische auch. Aber Hunderte, wenn nicht Tausende von Thunfischen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Ozean früher immer so aussah. Überall. Aber ein bisschen seltene Erscheinung jetzt, hatte gerade einen Squallpass passiert, immer super starke Winde. Und dann ist es sozusagen am hinteren Ende davon. Es ist fast windstill, aber ich habe die Segel jetzt so rumfliegen. Ein kleines bisschen Wind, und hier sollte es ziemlich schnell wieder aufwärts gehen. Sieht aus wie, oh, da sind die Vögel überall. Das ist offensichtlich, muss eine Art Aufwind der Strömung hier etwas sein. Ah ja, eigentlich glaube ich mich zu erinnern, es auf der Karte gesehen zu haben, es sind die schrecklichen Fahrten. Ja, Birdie, ich sehe dich. Ich höre dich.